Fans, der Star. Das Motto der Tanzserie Dance for Fans ist Programm. Zur Musik der Chartstars präsentieren Kinder, Jugendliche und Erwachsene die anspruchsvollen Choreografien ihrer Pop-Idole. Seit mittlerweile 20 Jahren begeistert das Erfolgsprojekt des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes ADTV Tanzverrückte in ganz Deutschland. Koordinator Michael Meiners ist von der ersten Stunde an mit dabei und weiß, wie wichtig ein professionelles Ambiente für den Erfolg ist. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir wirklich sagen, sie sollen sich fühlen wie die Stars. Deshalb sagen wir auch allen Ausrichtern, oder das ist eine Vorgabe für die Ausrichter, dass sie eben entsprechende Bühnen zur Verfügung stellen, entsprechende Beschallung und Beleuchtung, dass es also wirklich nicht irgendwie eine Turnhalle nur ist oder sowas, sondern schon alleine die Atmosphäre sehr starbezogen ist. Für die richtige Atmosphäre des Contests, der nach 5 Jahren Abstinenz erstmals wieder in Berlin gastiert, sorgen die Profis von der Tanzschule Dieter Keller. Und natürlich ist der Ausrichter auch mit eigenen Formationen am Start. Einer davon sind die Secrets, bei denen auch Isa Fronzek tanzt. Die Abiturientin ist bereits zum 2. Mal bei Dance for Fans dabei und genießt die tolle Stimmung des Wettbewerbs. Und dann geht man halt drauf und dann ist man aber so happy schon von Anfang an, wenn man halt auf der Bühne steht, dass man dann jetzt da steht und dann gleich tanzt und dann die ganzen Leute, die um einen rumschreien und einen richtig anfeuern, das macht halt wirklich viel, viel Spaß. Und der Spaß soll ja auch im Vordergrund stehen. Allerdings hatten sich die Keller-Kids, bei denen auch die 14-jährige Tamina Witt tanzt, diesmal mehr vorgenommen, als nur Spaß zu haben. Wir haben mehr Stunden getanzt und wir haben auch viel länger Probe gehabt. Und ich glaube, wir wollten 1. Platz werden und wir wollten endlich mal nicht 3. werden. Deswegen haben wir alles gegeben, was wir konnten. Und das hat sich am Ende ausgezahlt. Als Gruppensieger qualifizieren sich die Keller-Kids direkt für die Deutsche Meisterschaft im Mai in Bad Kissingen. Wenn es wieder heißt, du bist der Star. Und eines ist jetzt schon sicher, der Spaß wird dabei ganz sicher nicht zu kurz kommen.